begrüßen dich ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott greift ein in unsere Situationen, wo wir Nöte und Sorgen haben und gerade auch jetzt in dieser schwierigen Zeit. Und da schreibt uns jemand, ich hatte letzte Woche für meinen Vater beten lassen. Er ist wieder gesund. Danke für euer Gebet. Gott greift ein. Gib nicht auf. Und wir wollen dir heute einfach Mut machen, nicht aufzugeben und dich an Jesus zu wenden. Er ist unsere Hilfe und unsere Kraft. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Wem sagst du deine Probleme? Das möchte ich dich heute fragen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wir beten für alle Anliegen, auch für diejenigen, die hier nicht vorgelesen werden. Wem erzählst du deine Probleme? Du sagst natürlich Gott. Ich glaube auch noch vielen anderen erzählst du deine Probleme. Und das ist nicht verkehrt, aber erzähle doch mal deinen Problemen, wie groß Gott ist. Also die Sache mal umdrehen. Die Größe Gottes einmal bewusst in den Vordergrund nehmen und erzähle wirklich mal deinen Problemen, wie groß Gott ist. Du kannst sagen, ich kann nicht meinem Mann erzählen, wie groß Gott ist oder dass er das Problem ist und so weiter. Aber ich sage dir, mach das mal intern richtig, in deinem Leben richtig bewusst, dass Gott größer ist als dein Problem. Und dann wirst du auch eine Veränderung erleben. Herr, ich danke dir dafür, dass du größer bist als jedes Problem. Herr, auch als das größte Problem bist du immer noch größer und lass das auch einen jeden richtig bewusst werden. Danke, Herr. Amen. Amen. Und weil Gott größer ist als jedes Problem, dürfen wir ihm auch alle Probleme sagen und bringen. Und da schreibt uns jemand auf WhatsApp, eine Bitte, könnt ihr für mich beten, dass es besser mit der Nachbarschaft wird? Sie ignorieren mich und das macht mir schlaflose Nächte. Jesus, wir danken dir, dass wir dir jetzt auch diese Situation bringen dürfen und diese Person, die da geschrieben hat. Wir danken dir, dass du eingreifst, dass du eine wunderbare Harmonie schenkst, dass du Frieden gibst in diese Situation hinein. Und ich danke dir, dass du auch Vergebung schenkst an beide Parteien. Danke, Jesus, dass da auch Vergebung fließt. Und ich danke dir für ein wunderbares Eingreifen, dass eine ganz harmonische Gemeinschaft entsteht. Danke, Jesus, und dass diese Nöte aufhören, wo da gegenseitig sind. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und über WhatsApp erreicht uns ein anderes Anliegen. Hallo, lieber Daniel und liebe Isolde. Danke für eure Post. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich danke Gott dafür, dass ich durch Internet mit euch verbunden sein kann. Ich habe heute ein Gebetsanliegen. Bitte betet dafür, dass meine Hitzewellen, bedingt durch die Wechseljahre, verschwinden. Ja, Jesus, und auch diese Frau wollen wir dir bringen und diese Not mit den Wechseljahren. Ich danke dir, dass du da eingreifst und dass du eine wunderbare Hormonbehandlung da durchführst bei dieser Frau, dass die Hormone wieder in Ordnung kommen, in ein Gleis kommen, wo es gut ist und wo es richtig ist. Und wir danken dir, Jesus, dass diese Hitzewellen aufhören und dass du da diese Situation in deiner Hand hast und dass Heilung fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen hat uns erreicht. Gerade habe ich erfahren, dass mein Schulfreund aus Kindertagen heute die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen hat. Bitte betet für ihn. Ich glaube ganz fest an Gottes Wunder und Heilungskraft. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, dafür wollen wir beten. Und was macht das mit uns, wenn jemand Gleichaltriges krank ist? Sogar so krank ist, dass es wirklich bedrohlich ist, das macht auch etwas mit einem selbst. Und Gott ist aber der, an den, wo wir kommen können, der Gebet erhört. Ich danke dir, Herr. Danke, dass du auch Gebet hörst und erhörst. Danke, Herr. Du kennst diesen Menschen, Herr, mit
diesem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dort, wo Menschen, wo Medizin nichts mehr tun kann, Herr, du kannst noch alles tun. Ich danke dir für den Glauben, Herr, dieser Person, die uns hier geschrieben hat. Ich danke dir dafür, dass wir uns eins machen dürfen. Und danke, Herr, Herr, dass wir bitten, Herr, dass dieser Krebs verschwindet in deinem Namen, Jesu, in deinem Sieg vom Kreuz. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ihre Not. Ich bin nun, nachdem eine Herzklappe ausgetauscht wurde, wieder in der Lungenfachklinik. Jetzt beginnt die Chemotherapie. Ich bitte um Gebet, dass die Medikamente, die für die Chemotherapie ausgewählt wurden, die richtigen sind und von mir gut vertragen werden, dass es keine Nebenwirkungen gibt und dass meine Angst und Sorgen weggenommen werden. Ja, Medikamente und Nebenwirkungen, das ist, glaube ich, so ein ganz großes Problem. Einerseits hilft das Medikament, andererseits macht es was kaputt. Und ich glaube, da haben viele, viele Angst und auch die Probleme damit. Und da wollen wir jetzt auch beten. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der jetzt auch in dieser Situation, Herr, wunderbar dieser Person zur Seite stehst. Herr, dass die Angst weggeht, Herr, die Sorge weggeht und auch, Herr, alles, was nichts taugt, verschwinden muss. Und ich danke dir dafür, dass keine Nebenwirkungen auftauchen. Ich danke dir dafür, dass wir dir alles in deine Hände legen dürfen. Und Herr, ich danke dir, Herr, dass wir wirklich eine völlige Gesundheit ausrufen dürfen, dass alles wiederhergestellt wird, wie es dein Schöpfungszustand ist. Ich danke dir von Herzen, Herr. Danke, Herr. Amen. Viele Menschen erleben auch viel Gutes, wo Gott wirklich eingreift in ihre Situation. Gott sorgt über Bitten und Verstehen und das zeigt folgendes Beispiel. Im Januar 2019 hatte ich eine Darmbruchnot-OP. Dank vielen Gebeten ist alles sehr gut verlaufen. Während der OP-Vorbereitungen hatte ich einen tiefen Frieden. Als ich auf der Intensivstation aufgewacht bin, hatte ich das Gefühl, Gottes Hand liegt auf meinem Bett. Danach stellte ich einen Reha-Antrag. Beim Abschicken legte ich ihn in Gottes Hand mit der Bitte, dass der Termin so ausfällt, dass ich an den Heilungstagen teilnehmen kann. Gott tut Wunder. Ich war an den Heilungstagen dabei und wurde sogar von Migräne geheilt. Einen Tag danach bin ich zur Reha. Und ein unerwartetes Geschenk dazu, das beste Zimmer im 7. Stock mit Sonnenaufgang, Aussicht auf Wald und Felder. In diesem Zimmer habe ich die Herrlichkeit Gottes erlebt. Es ist unbeschreiblich. Ich danke Jesus von ganzem Herzen und euch für die wunderbare Gemeinde. So sorgt Gott. Auf WhatsApp erhielten wir Folgendes. Liebes Missionswerkteam, liebe Isolde, lieber Daniel, herzlichen Dank für die Sendung Hoffnung um 12. Wir möchten euch mitteilen, was Gott in diesen Tagen bei uns Gutes getan hat. Außerhalb unserem regulären Opfer hatten wir das Bedürfnis, zusätzlich zu spenden. Ein paar Tage später kam überraschenderweise vom Arbeitgeber eine Prämie, fast in vierfacher Höhe des Spendenbetrages. Unser Gott lässt sich nichts schenken, er gibt es zurück. Ja, das ist wunderbar. Wenn wir in sein Reich investieren, werden wir auch gesegnet. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Dann lass es uns auf WhatsApp wissen. Schreibe einen Text oder schicke uns ein Video. Das würde uns richtig freuen. Und nun der Tipp des Tages. Ja, finde heraus, was dein größtes Problem ist und wo dein Problem größer ist als Gott. Du sagst, das gibt's nicht. Ja, dann hast du etwas begriffen. Aber lebe das auch. Drum sage ich dir wirklich, finde heraus, welches dein größtes Problem ist. Und dann lass dir von Gott zeigen, dass Gott größer ist. Es wird dir helfen. Und bete ein kurzes Gebet und sage, danke Herr, ich habe begriffen, dass du größer bist als mein Problem.
Danke, dass du heute dabei warst. Du kannst weiterhin deine Anliegen senden. Unser Telefon ist noch bis 13 Uhr geschaltet. Ihr habt gerade gehört, dass ein wunderbares Zeugnis von den Heilungstagen. Jetzt am Samstag sind wieder die nächsten Heilungstage. 10 Uhr beginnt es am Samstag, 10 Uhr am Sonntag. Sei mit dabei auf YouTube oder im Livestream. Ich möchte dir auch gerne Folgendes sagen. Wir haben auf missionswerk/mail die Möglichkeit, dir Infos zukommen zu lassen. Newsletter, Ermutigung der Woche und so weiter. Klick es einfach an, bestell es, es ist völlig kostenlos. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir noch Gottes Segen. Alles Gute wünschen wir dir. Tschüss.